Monsieur Lafont, die Holcim-Aktionäre haben der Fusion zugestimmt. Wie ist Ihre erste Reaktion? Ich bin sehr zufrieden, dass die Holcim-Aktionäre zugestimmt haben. Das heißt, dass unser Projekt voll von Wertschöpfung ist. Das ist ein unglaubliches Projekt. Und ich bin auch überzeugt, dass danach die Lafarge-Aktionäre ihre Aktien bringen werden. Und das heißt, dieses Projekt wird gelungen. Ja. Hat Sie diese große Zustimmung der Holcim-Aktionäre überrascht? Seit einigen Tagen sind wir nicht mehr überrascht, aber ich bin froh, dass wir unsere Aktionäre und die Aktionäre von Holcim überzeugt haben, dass diese Transaktion eine unglaubliche Transaktion wird. Wie wollen Sie zusammen mit Herrn Reitzle die Firmenkultur französisch, schweizerisch, zentral, dezentral zusammenbringen? Ja, wir bringen zusammen zwei Firmen, die 60.000 Mitarbeiter haben aus 60 verschiedenen Ländern. Das ist nicht nur Französisch und Schweiz. Französisch und Schweiz ist klein. Aber Kompaniekulturen, ja, wir müssen das einigen. Aber die Herausforderung für uns ist, das Gute immer zu zeigen, ja, und das Beste immer zu wählen, das Beste von beiden. Wir haben im neuen Verwaltungsrat ganz viele verschiedene Nationen. Ist das nur ein Vorteil oder gibt es auch Probleme? Ein großer Vorteil. Welcher Vorteil? Wir werden eine Firma sein, die in 90 verschiedenen Ländern sind. Man muss das Verständnis der Welt im Aufsichtsrat zu haben. Das ist unglaublich. Das ist sehr, sehr wichtig für eine Firma, die international ist, Aufsichtsrat zu haben. Und Sie haben kein Problem damit, dass der neue Firmensitz in Zürich und nicht mehr Paris ist? Man muss wählen, man hat gewählt und das ist entschieden worden. Und für Sie ist das okay? Für mich ist das okay, ja, solange man alles Gutes von beiden Firmen herausnimmt. Aber ich glaube, das ist das Ziel und beide Mannschaften sind jetzt darüber einig. Das heißt, jetzt fehlen nur noch die Zustimmung der Lafarge-Aktionäre. Wird das ähnlich überzeugend sein wie hier in Zürich? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie werden überzeugt und ich glaube, sie werden ihre Aktien bringen. Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte? Unsere nächsten Schritte ist, dass Public Offer in Frankreich jetzt anzufangen.